Aus Moskau ist mir zugeschaltet unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner. Und Christoph, diplomatische Beziehungen, diplomatische Gespräche sind jetzt wieder ein Thema nach einer längeren Pause. Präsident Zelensky hatte sie in der Ukraine angesprochen. Aber was für Szenarien wären in den Augen Russlands möglich oder werden vielleicht auch schon diskutiert? Ich habe den Verdacht, dass die Zeit noch nicht reif ist in den Augen der Russen für Verhandlungen. Vielleicht mal ein kleines Beispiel, was sich jetzt in den letzten Stunden hier ereignet hat. Da hat ein Populist, ein Außenpolitiker aus Moskau, Leonid Slutsky heißt der, den Vorschlag gemacht, dass man doch die Azov-Kämpfer, die ja hier als Neonazis gelten, gegen einen ukrainischen Politiker austauschen könnte. Und zwar ging es da um Viktor Medvedchuk, der ist in Haft in der Ukraine wegen angeblichen Hochverrats. Und das ist ein Intimus, ein guter Freund von Wladimir Putin. Und da hat Slutsky gesagt, das könne man doch irgendwie arrangieren, da müsse man drüber nachdenken, diese Frage müsse man studieren, ob man nicht die Azov-Führung gegen diesen Medvedchuk austauscht. So, und dann gab es hier eine Welle der Empörung. Und vor allem einer der Chefpropagandisten hat dann diesen Slutsky zurechtgewiesen und hat rigide da tatsächlich den in den Senkel gestellt, wollte ich jetzt schon sagen. Also hat den wirklich getadelt. Und dieser Aufschrei zeigt uns schon, dass da überhaupt keine Chance besteht momentan auf Diplomatie. Russland hat seine Minimalziele noch nicht erreicht und die da wären, den Donbass eben einzunehmen, die Provinzen Donetsk und Lugansk und die eroberten Gebiete im Süden der Ukraine zu halten, zu konsolidieren. Und erst wenn das einigermaßen steht, dieses Projekt, dann glaube ich, kann man ernsthaft über Verhandlungen nachdenken.